Mit WoW Dragonflight hat Blizzard endlich die Nachfolgeerweiterung des eher unbeliebten Shadowlands angekündigt. Und was soll ich sagen, nach den ersten paar Minuten der Präsentation war ich von einem Hype ungefähr so weit entfernt wie Nachtelfen von einem weiteren Lagerfeuer in Teldrassil. Mit dem Voranschreiten der Veranstaltung und den folgenden Deep Dives wandelte sich meine Stimmung aber zusehends. Mittlerweile bin ich zwar immer noch nicht gehypt, wohl aber sehr optimistisch, was die Zukunft von WoW angeht. Und ich will auch erklären, warum das so ist. Aber beginnen wir vorne mit dem Ankündigungstrailer. Versteht mich nicht falsch, der Trailer war keinesfalls schlecht. Aber bin ich der Einzige, dem darin emotionale oder mitreißende Momente gefehlt haben? Der Flug von Alexstrasza über die alte Heimat und die Rückkehr all der Drachen sah schon nicht schlecht aus, aber ist kein Vergleich zum emotionalen For the Horde-Schrei Sylvanas oder dem Kampf der Banshee gegen Bolvar auf der Spitze der Eiskrone. In anderen Fällen haben die Entwickler eher auf Blizzard-eigenen Humor gesetzt, was beispielsweise beim MOP-Cinematic hervorragend funktioniert hat. Aber auch diesbezüglich war diesmal Fehlanzeige. Wirklich gehuckt hat mich der Trailer also nicht. Und wenn man dem Twitch- oder YouTube-Chat zugeschaut hat, war ich definitiv nicht der Einzige, dem es so ging. Also mussten diesmal die Entwickler das schaffen, was sonst das Cinematic gemacht hat. Mich emotional abholen und für die nächste Erweiterung begeistern. Aber auch ein Ian Hazzikostas oder ein John Hyde haben das nicht ansatzweise geschafft. Das erste, was mir bei ihren Ausführungen nämlich auffiel, war, dass die Entwickler einen deutlich ruhigeren Ton anschlugen als sonst. Aus absolutely awesome, totally great and biggest and best expansion we ever made wurde diesmal we hope, we think, a better experience. Ist das wirklich noch Blizzard? Das Entwicklerstudio, das den Begriff Superlativ auf den Bühnen der BlizzCon vollkommen neu definiert hatte? Offenbar hat man, wohl auch durch das große Stühlerücken im Rahmen der Skandale, ein paar Gänge zurückgeschaltet und ist wieder demütiger geworden. Für mich ein sehr positives Zeichen. Die Entwickler scheinen nicht mehr so überheblich die Meinung zu vertreten, dass sie ohnehin alles besser wissen als die Spieler, sondern geben sich zurückhaltender. You think you do, but you don't. Auf der einen Seite ist das natürlich gut, auf der anderen Seite kam es stellenweise aber auch etwas zögerlich und geprägt von mangelndem Selbstvertrauen rüber. Aber kommen wir mal weg von der Präsentation hin zu den eigentlichen Features. Auch hier merkte man den Entwicklern die Zurückhaltung an. Statt einfach zu sagen, das wird geil und uns das Blaue vom Himmel zu versprechen, Kriegsfronten wären total toll, lol, nehmen sich die Devs die Zeit, um ausführlich zu erklären, was sie womit bezwecken wollen und welche Pläne sie haben. Immer ergänzt mit, aber natürlich ist nichts in Stein gemeißelt und wir passen das alles basierend auf eurem Feedback noch an. Dabei wirkten die meisten Features aber schon erstaunlich durchdacht, konnten mich aber trotzdem nicht wirklich vom Hocker reißen. Die neue Klasse des Traktürrufers? Ja, sieht nicht schlecht aus und könnte durchaus Spaß machen. Das neue Feature Drachenreiten? Kenne ich schon aus Guild Wars 2 und wird sicherlich auch in WoW ganz gut umgesetzt werden. Die Überarbeitung der Berufe? Naja, schlimmer als aktuell kann es ohnehin nicht werden. Das neue Interface? Als Benutzer von Addons ist mir das ziemlich wumpe, freut mich aber für die anderen Spieler. Und die Rückkehr zu den klassischen Talentbäumen? Hier bin ich wirklich gespannt, will mir aber kein abschließendes Urteil bilden, bevor ich nicht selbst Hand anlegen durfte, um zu schauen, wie genau sich das ausspielt. Bisher war meine Stimmung also eher verhalten und nach dem Motto, schauen wir mal, wie sie es diesmal verkacken. Wirklich optimistisch für die Zukunft wurde ich erst, als mir klar war, was alles nicht bei der Ankündigung gesagt wurde. Und als dann auch noch die ersten Infos aus diversen Interviews kamen, keimte in mir die Hoffnung, dass Dragonflight tatsächlich eine richtig gute Erweiterung werden könnte. Dragonflight wird beispielsweise keine Rückkehr zu irgendeinem Grind für Player Power bekommen. Das verriet Ian Hazzikostas uns höchstpersönlich. Kein endloses Ruffarmen, keine Artefaktmacht, kein Azerit und kein gar nichts in der Richtung. Gleichzeitig werden aber gute Systeme aus Shadowlands stillschweigend übernommen. Die Fäden des Schicksals, das Grundprinzip von Ruhmstufen, die Twink-Freundlichkeit, die Tiersets und. Sogar die meisten der mittlerweile liebgewonnenen Paktfähigkeiten werden wir in unseren überarbeiteten Talentbäumen wiederfinden. Gleichzeitig gibt es auch keine super duper ultra alles überragenden kosmischen Bösewichte mehr, die abseits des Lichtkönigs ohnehin immer nur so semi-gut funktioniert haben. Back to the roots ist das Motto. Bei all dem handelt es sich natürlich nicht um irgendwelche Gamebreaking oder revolutionären Features, sondern es sind die kleinen Schritte, die Blizzard in die richtige Richtung macht. Und genau das braucht WoW in meinen Augen. Endlich mal keine Superlative mehr und nicht der nächste Versuch der Entwickler, das neue Superfeature zu finden. Lieber die guten Dinge konsequent weiterführen und weiter verbessern. Dragonflight wird damit sicherlich keine Erweiterung, die irgendjemand mindblowing vom Hocker haut. Aber scheint vieles sehr richtig zu machen und bringt damit hoffentlich das ewige Alles ist scheiße und WoW ist tot, Geschreie zum Verstummen. Aber jetzt ist es an euch. Stehe ich mit meiner Meinung ganz alleine da?
Seht ihr die Sache vielleicht doch noch etwas negativer oder seid ihr schon auf dem Hype-Train Richtung Dracheninseln unterwegs? Verratet es uns gerne in den Kommentaren.